Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir wollen weiterhin unsere Kohleproduktion ein bisschen pimpen. Wir brauchen noch ein wenig Platz nach unten, deswegen werden wir hier noch ein bisschen etwas anbauen. Und dann müssen wir mal gucken, ob unser Verhältnis, was wir da aufgebaut haben, ob das so passt oder nicht passt und ob dort die Produktion weiterhin so laufen kann oder nicht laufen kann. So, gut. Also, wir wollen jetzt hier... erstmal brauchen wir ein Teiler Fließband. Wir müssen das irgendwie zusammenkriegen auf ein Fließband, hätte ich gesagt. So. So. Da muss es dann runterkommen und hier muss dann eine Fabrik stehen, die das verarbeitet. So, das kommt da rein und du machst mir aus Pellets Holz. Gut. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich hier mal ein bisschen verstromen. So, Strom ist dran. So, und das, was da drin ist, das muss natürlich verbrannt werden in Öfen, die ich jetzt gerade nicht herstellen kann, weil ich habe gerade keine Öfen zur Hand. Da brauche ich, glaube ich, die Dinger hier zu. Bin ich schon bessere Öfen mittlerweile? Ich habe immer noch keine besseren Öfen. Atomic Furnace, Herstellgeschwindigkeit 1, haben die auch 1, Energieverbrauch 180. Aber ich glaube, den kann ich festlegen, was er macht, ne? Egal. Ich meine, dafür, was sie machen sollen, die sollen ja einfach nur diese Dinger hier verbrennen und dann Kohle draus machen. So, dann stellen wir mal einen dahin und einen dahin und dann machen wir hier mal ein Ärmchen und noch ein Ärmchen. Machen wir schnelle Ärmchen, ja, komm. Mal können. Wie alle aufgebraucht. So, und das müsste natürlich gekistet werden. Dann müssen wir natürlich hier hinten noch wieder in eine Kiste entladen. Ah, können wir ja theoretisch mit der Konfiguration, ne? Wenn wir jetzt sagen, so, dann müsste der nämlich jetzt hier Shift E. Drop Position ist nicht die, sondern ist die oder die? Die ist das, ne? Ja, eigentlich wäre das die. Warte mal. Ah, ist ja ganz egal. Warte. Ja. Mach aus. Drop Position so. Name Position da. Gut. Okay, so, dann nehmen wir die Kiste einfach da dazwischen. So. Und dann nehmen wir den und den sagen wir einfach so. Shift E. Drop Position ist die. Okay, so. Dann müssen wir das Ganze noch bestromen. Reicht nicht aus, der Strom bis hinten hin. Warte mal. Wie muss der Strommasten herstellen hier? Gibt es ja jetzt hier auch Holz ohne Ende. Eine Schnellherstellung, sehr gut. So. Der Strommast steht recht ungünstig dort. Dann stellen wir den mal hier mittig rein. Das wäre natürlich noch geiler, wäre ja, wenn wir das Ding jetzt. Warte mal, das kriegen wir hin. Moment. Ein bisschen was für die Optik bauen. Dann können wir nämlich den Strommast hier direkt hier in die Mitte stellen. So. Sieht viel schöner aus. Und dann können wir die Kiste hier hin machen. Und dann können wir nämlich den Knickarm dahin, den Knickarm dahin. Shift E, Drop Position. Okay. Shift E, Drop Position. Okay. So. Und ihr braucht jetzt ganz kurz Brennstoff, ja? Dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz mal Brennstoff herholen hier. Weil theoretisch könnte man die sich ja selber versorgen lassen. Ich meine, es ist immer blöd, wenn man dann eine Kohle immer wieder verbrennt, aber... wir holen mal ein bisschen Kohle her. Kopfen wir da mal nämlich einfach rein. So, dann legen wir nämlich in die Eisenkiste mal Kohle rein und sagen... Ja, wie sagen wir denn das? Warte mal, da können wir die Arme nehmen hier, oder? Können wir nehmen die normalen Arme für, die sind ja... Oft muss ich da ja keine Kohle reinlegen. So. Und zwar, Shift E, holst du dir von dort? Von ganz weit dort? Weiß ich gar nicht, von dort. Aus dieser Kiste und legst es dahin ab. Das ist ja gerade kein Strom, das ist natürlich doof. Okay. Und du, Shift E... Shift E, die Steuerung E, holst dir von
Da hinten. Warte mal, er macht den Arm schon mal lang da hinten. So. Greift da rein, holt eine Kohle raus, legt die da rein, dann haben wir Brennstoff da drinne. Sehr gut. Und die holen die Kohlen da raus. Alles klar, das funktioniert. So. Dann versorgt sich das System ja schon mal selbst und wir müssten dann ja eigentlich einen Übermaß an Kohle produzieren. Wäre natürlich schön, wenn das mit Carbon sich hier füttern würde als Brennstoff, aber okay. Gut, dann haben wir hier schon mal die normale Kohle. Die müssen wir dann crushen. Da brauchen wir jetzt natürlich dann einen Ore-Crusher und dann brauchen wir uns natürlich nicht den irgendeinen Ore-Crusher, weil wir wollen dann schon einen MK2 Ore-Crusher haben dafür. So, wenn wir einen MK2 Ore-Crusher haben, da ist er. Dann werden wir den hier hinstellen und sagen, du machst das. Und zwar aus der Kiste heraus mit dem Strom. Und dann lagerst du das hier ein. Das geht ja rubbel die Katze. Ne, warte mal, lagert der das da ein? Nein, der bringt das dann in ein... was ist denn da? Warum wir dafür? Chemical Plant? Chemiefabrik. Zwei Stück machen wir da. Ja, genau. Dann haben wir das Purified Water hier unten hinkriegen. Das könnte natürlich zum kritisch werden. Naja, gut, egal. Stimmt, dann warum Purified Water hier unten, ne? Hier noch irgendwo, ne, da kriegen wir nichts mehr durch. Die Linie kriegen wir durch, die Linie kriegen wir nichts mehr durch. Müssen wir es hier hinten rumlegen. Oh, das wäre natürlich nicht schön. Ne, warte mal, dann machen wir hier bloß Crushed Ore Zeugs und dann transportieren wir das Crushed Ore da hoch. Genau, wir transportieren das da hoch. Machen wir erstmal hier so die Rauslegeoptik. Mimik, dass wir das auf zwei Bänder gelegt kriegen. Und jetzt fehlen uns natürlich Förderbänder. Das soll es eigentlich nicht, aber na gut, macht's gerade. Holen wir uns noch ein bisschen Eisen. Weil dann transportieren wir das ein bisschen nach hier oben hoch. Hier rein und damit dann die beiden dort da in die Kiste das erstmal transportieren. Jetzt sollten wir dann nämlich eigentlich hier mit dem Carbon schon mal wieder ganz gut in Gange sein, dass wir da vielleicht eventuell dann hier die Kiste mit Förderband hinstellen, dass wir hier noch ein paar Stromherstellgeschichten haben. So. Brauchen ein bisschen Eisen. Nehmen auch Eisen aus dieser Kiste raus hier. Die ist ziemlich voll. Da liegt wahrscheinlich noch was an hier. Ja, da ist noch Molten Gelumpe da ohne Ende. Gut, gut. Alles klar. Halt. Eine Etage tiefer hier durchlaufen. So. Du von deinem Crusher. Moment. Du kannst ja erstmal zwei nochmal machen. Das ist natürlich selten dämlich, dass jetzt der da unten keinen Strom hat. Ja, so. Gut, jetzt haben wir hier Crushed Coal. Und die müssen wir transportieren. Im Moment, wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr von den Dingern. So. Wo müssen wir denn rüber? Da oben müssen wir rüber, okay. Das hier gehen wir mal kurz unterirdisch durch. Die Höhe müssen wir rüber. Naja gut, da können wir da direkt unter den Solarpanels lang gehen. Würde ich sagen. Weil über dieses Förderband können wir ja immer laufen. Upsala, das stört uns ja nicht weiter. Und dann, wie komme ich denn da hin, wo ich hin will? Dann können wir das ja auch als Eingangskiste und das als Ausgangskiste machen. Dazu würde ich dann aber... Ja. Den mal so rumdrehen, den mal so rumdrehen, den mal so rumdrehen. Den mal so rumdrehen. So, und dann müssen wir dann bloß mit dem Förderband bis da rankommen erstmal.
Der steht nicht richtig rum. So. So, die nehmen jetzt erstmal schönes Crushed Core hier rein. Könnte schneller gehen, aber na gut, wir sind noch in der Fertigung dafür. So, wie sieht das hier mit dem Schwefel aus? 3,7K. Kann man da oben erstmal noch wieder ablagern, alles klar. Gut, und schon wird hier das ganze Coke-Gelumpe produziert. Und das, was hier als Crush Coal rauskommt, das brauchen wir eigentlich erstmal nicht, weil die Kohle können wir nämlich komplett verwenden und hinten in unsere Produktion mit einspeisen. Es ist schon mal teilautomatisiert. Das ist schon mal ganz gut. Das gefällt mir schon mal. Ach, die Trenner haben wir aufgebaut? Okay, na gut. Kommt er denn hinterher hier mit dem Kohlenstoffdioxid produzieren? Das könnte natürlich jetzt ein Problem geben hier. Dass der dann irgendwie nicht mehr daherkommt, dann müssen wir hier mal auch ein MK2 hinstellen. Warte mal, bauen wir mal ein MK2-Teil davon noch. Wo waren die jetzt? Da. MK2 geht nicht, weil mir fehlen die Boards. Kein Problem, holen wir uns ein paar. So. Machen wir ein. So, was fehlt hier drinne? Hier drinne fehlt Carbon. Das ist natürlich auch ein Zustand, den können wir so nicht lassen. Habe ich hier jetzt aufgenommen? Durch Kupferdraht habe ich jetzt rausgeholt, ja? Natürlich total sinnlos. Die können wir hier reinstecken. So. Gut. Müssen wir halt den bloß ab und zu von hier oben. Was ist denn da nur los? Warum produzieren nicht? Ach, wegen dem Strom. Na gut. Das sind wir ja gerade mit am Lösen dran. So. Ja. Machen wir das mal ein bisschen gut. Dann muss ich wahrscheinlich hier den auch zum MK2 machen, damit er ein bisschen schneller arbeitet. Haben wir den MK2 Liquifier, diesen hier da draufsetzen. Zack. Er hat jetzt natürlich ein Eingabeproblem, dass die Kohle nicht mehr schnell genug reinkommt. Das war dann aber zu erwarten. So. Wie sieht es denn aus mit dem Kohlenstoffdioxid? 200, 200 und hier hinten? 81, okay. Ah, 68. Was brauchen wir für einen Produktionszyklus? 100, okay. Also ist da hier hinten schon die CO2-Versorgung nicht mehr ganz gegeben. Gut, das ist nicht schön, aber selten. Gut, der braucht natürlich jetzt auch hier fleißig Kohlenstoffdioxid, ne? Aber Carbon kommt ohne Ende rum. Und die stehen. Weil genügend Strom da. Achso, ja. Achso, ja gut, ja, weil hier keine Kohle drin ist, dass hier irgendwas produziert, ja. Ja, logisch. So, dann wollen wir da mal ganz kurz dafür sorgen, dass da hinten Kohle ist, damit die ganzen Produktionsstraßen für Metall mal wieder angehen. Da haben wir ja jetzt ordentlich geschlürt. Und ordentlich warten lassen. So, dann machen wir hier mal Kohle rein. Warte mal, nicht ganz so viel, weil Kupfer braucht auch ein bisschen Kohle da hinten. Steht hier so sämtliche Produktionsstätten hier. Und das können wir natürlich nicht zulassen. So. Dann sieht das mit dem Stromverbrauch schon wieder gleich ganz anders aus, ne? Haben wir mal gerade eben verdoppelt. Nur weil wir die Kohle an diese Stelle hingeschmissen haben, wo sie auch hingehört. Gut, aber das läuft hier voll anscheinend. Wie sieht es mit der Kiste aus? Ah, die ist. Das setzt sich die Waage. Also das. Wenn der Crusher das immer gut rausgelegt kriegt, dann. Okay, also hier oben könnten wir dann. Na, vielleicht bei der Produktionskette hier noch ein bisschen was verbessern. Aber nicht eigentlich nicht weiter schlimm, das können wir ja jetzt hier machen. Ich könnte mir hier drei Stück parallel hinstellen.
Purified Water kriegen wir eh ran und das Zeug, das kriegen wir hier eh weg. Und dann können wir das auch mit dem Förderband nach unten transportieren. So, nebenbei gucken wir mal ganz kurz, können wir denn eigentlich... Können wir nicht, weil wir keine Widerstände haben, alles klar. Solarpanels will ich ja eigentlich nebenbei immer noch produzieren. Und eigentlich auch so ein paar grüne Fläschchen hier. Fände ich schon irgendwie cool, wenn das noch funktionieren würde. Gut. Da haben wir noch. Da fehlt das. Und hier haben wir noch genug. Okay. Sieht's hier aus? Da könnte man mal irgendwo Kupfer reinstecken. Gut, und hier kann man auch mal wieder Kupfer nachlegen. Und achso, die Zinndinger, die kann ich natürlich auch nochmal einschmelzen lassen hier. Und dann sagen wir hier, mach mal das Zeug. So, wenn du fertig bist mit Einschmelzen, dann machst du das Zeug. Und du machst das Zeug. Ja, und du machst das Zeug. Ja, das fliegt halt weg. So. Gut, dann haben wir ja noch Solar Tin, haben wir noch nichts gemacht. Das sollte uns zumindest so weit reichen, dass wir dann irgendwann hier hinten diese Strecken für... ja, wir haben ja da oben auch noch Erze, also die wir noch durchrütteln können. Fällt mir gerade ein, da können wir eigentlich nochmal... ich muss Platz schaffen in meinem Inventar. Langsam wird es unübersichtlich im Inventar. Können wir den hier nochmal ein bisschen bedienen. Dass der uns nochmal ein bisschen was macht. Also noch haben wir genügend, um ans Hin zu kommen. Da können wir uns jetzt, glaube ich, jetzt vermehrt um den Quatsch hier kümmern. So, hier oben, das läuft ganz gut. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Wasser? Aber da müsste noch Überdruck in der Leitung sein. Nicht mit, oh Gott, das ist okay. Das ist gar nicht mal mehr so viel Überdruck. Gut. Und hier staut sich das jetzt, denke ich mal, dann zurück langsam. Aber nee, das ist okay. Das passt. Also hier ist diese Produktion natürlich jetzt arg gebeutelt, weil nicht genügend CO2. Gut. Und nicht genügend CO2 liegt daran, weil CO2 gerade gar nicht mehr produziert wird, weil hier die Produktionsstätten oder Ketten, die Teile hier jetzt gerade kein Brennmaterial haben. Was natürlich nicht schön ist. Gut, aber so ist es erstmal hier. So. Im Ganzen ist das Verhältnis, glaube ich, noch nicht richtig hier, aber das ganze Konstrukt ist eigentlich ganz modular. Das könnte man so komplett nehmen und dann nochmal von der anderen Seite hier dran setzen. Vielleicht reicht das ja dann aus, damit der hier ein bisschen häufiger bedient wird. Also ich glaube, momentan fehlt es ihm wirklich hier an diesen Pellets und es fehlt an diesen Pellets, weil die Dinger halt eben kein Carbon-Dioxid kriegen jetzt gerade. Gut, okay. Also wir brauchen noch einen Liquefier MK2 für Carbon-Dioxid. Den müssen wir hier oben irgendwie noch mit unterkriegen, dass der auch mit Kohle versorgt wird. Oder wir machen den hier unten hin und lassen den hier unten noch mit Kohle versorgen und weisen das von hier unten ein. Weil hier kann man ja auch. Warte mal, haben wir noch einen Liquefier MK2? Was ist das hier für einer? Der ist nicht MK2. Moment, jetzt wird er MK2. Dann brauchen wir noch ein unterirdisches Rohr hier wahrscheinlich für das hier. So, also nicht Rohr, sondern so ein. Dann können wir nämlich hier den Liquefier MK2 aufstellen. Der so in die Richtung guckt. Ja, kann er ruhig. Warte mal, noch einen Platz. Kommt da aber nicht an die Kohle ran, ne? Die Kohlekiste ist zu weit weg. Ja, dann müssen wir das mit Rohren machen, ist ja auch nicht weiter schlimm. So, dann kommt der da dran, der macht dann hier aus einer Kohle. Der Greifarm dahin, der kriegt. Das ist ja ein Konstrukt hier. Der Greif von. Das kann er wieder nicht.
Kann nur gerade. Oder komplett gewinkelt. Oder in Überlänge. Ja, nie, ja, nie. Das sieht alles so schön aus, es funktioniert aber noch nicht. Sieht schön aus, als ich gedacht habe. Guck mal, da ist auch mehr er hier am rauslegen als der andere, weil erst von dem abgenommen wird. Naja gut, das müssten wir vielleicht auch nochmal balancen. Ach Mensch, wie kriegen wir denn hier die Kohle raus? Dass wir die da haben, wo wir sie haben wollen. Ärgerlich, nein, dann müssen wir uns da oben was überlegen. Dann müssen wir uns hier oben was überlegen, wie wir das hier oben ein bisschen schöner hinkriegen. Dass wir da einen zweiten mitbetrieben kriegen. So, und zwar werden wir dazu... ja, das komplette Ding drehen. So. Oder erstmal abreißen. Ups, das Stückchen Rohr, das muss da bleiben. Sonst wird das hier nichts. So, dann können wir das hier noch mal ganz kurz unterbrechen. So, dann gucken wir mal. Liquify MK2 müssen wir jetzt zwei Stück haben. Da würde ich hier einen hinsetzen wollen und... Ah, da passt natürlich nicht dazwischen. Also er würde schon dazwischen passen, aber dann haben wir einen Greifarmproblem wieder. So, das passt aber erstmal. Das braucht man ja jetzt erstmal nicht. Das ist doch alles ganz gut. Warte, dann können wir dann nämlich hier einen Greifarm kann hier hin. Und einer kann hier hin. Dann müssen wir den hier mal noch rausnehmen, der kann ja jetzt hier hin. So, weil wir bloß nur die Geschwindigkeitsprobleme kriegen, wahrscheinlich mit dem Greifarm. Das könnte passieren, aber gucken wir mal. So, da habe ich denn jetzt so, wo habe ich denn? Habe ich denn jetzt hier unten drin, was ich gerade gar nicht brauche? So, gut, du greifst nämlich nach links nach da und greifst nach ganz unten. Will ich immer mit Escape beenden, das ist natürlich doof. Du greifst nach da und legst nach oben. In die Produktionsstätte. So, und du greifst nach da und legst nach ganz oben in die Produktionsstätte, die gerade keinen Strom hat, weil der Mast fehlt. Weil jetzt hier zu viel offen ist. Mal so. Wow. Und dann schließen wir dich hier noch. Oh, das geht nicht. Oh, geht nicht, das geht so nicht. So. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts. So, kriegt der noch überhaupt? Kriegt doch gar nicht mehr, oder? Jetzt kriegt der auch wieder. Gut. Jetzt müssen wir mal einen Kontrollguck machen hier. Weg. So. Du kriegst Kohle für Kohlenstoffdioxid von da. Du kriegst Kohle für Kohlenstoffdioxid von da und machst auch. Du packst da fleißig rein die Kohle und die Kohle wird fleißig... Na gut, er zuckt ein bisschen aus, der Arm, aber er holt sich die Kohle hier unten raus und das auch in einem Tempo, wo man sagen kann, okay, das ist noch vertretbar. Gut. Das ist aber hier eine reine Kohleproduktion, die nur dafür da ist, dass hier Kohle drin landet. Und, in der Hoffnung, dass das schnell genug ist. Momentan sieht es eher nicht so aus. Aber auch nur so viel Kohle für Kohlenstoffdioxid? Boah. Na gut, jetzt muss es mal überall der Kohlenstoffdioxidverbrauch hochge- oder wieder weggenommen werden. Ne? So, guck mal hier, da, das arbeitet auch ganz gut. Na gut, das hat jetzt natürlich auch nicht Carbon Dioxide, aber jetzt ist hier unten überall voll. Okay, also jetzt haben wir zumindest das schon mal so weit hingekriegt. Das gefällt mir schon mal. So, gut, jetzt produziert es natürlich nicht dauerhaft.
Langsam wird hier. Naja, mal gucken, ob in dieser Kiste sich mal irgendwann was ansammelt. Und wir dann dort nochmal Kohle rausnehmen können oder nicht. Flaschen wollte ich hier mal drin verteilen. Die Forschung auch noch anmachen. Immer schön den Strom verbrauchen. Oh, jetzt habe ich aber 7000 mal Stahl, brauche ich nicht. Also 700 mal Stahl. So viel brauche ich wirklich noch nicht. Was fehlt mir hier? Da fehlen mir Kupferplatten. Na, das ist ja nun, glaube ich, ein etwas kleineres Problem. Das sollte ja hier wieder alles laufen. Ja. Wenn auch mit angezogener Handbremse. Aber es läuft. So. So, dann können wir das hier mal mitnehmen. Achso, mehr kriegen wir gerade gar nicht mit, weil unser Charakter in den Taschen wieder voll ist. Aber das müssen wir mal kurz der Eisenproduktion zugute tun hier, damit die nicht mit mal stehen bleibt. Mal sehen, das ist auch haarscharf an der Grenze wieder gewesen. So. Dann holen wir das mal nach hier unten. Hauen das mal erstmal hier nochmal mit rein. Das reißen wir ab. Das ist nämlich nicht mehr gebraucht hier. Mein Inventar ist zu voll. Warte, wir können noch ein paar Landfills machen. Dass ich die Crushed Coal hier ja nicht mehr los in irgendeiner Kiste. Mann, Achim. In den Ausgang kann ich wahrscheinlich auch nicht liegen, weil der voll ist, oder? Doch, nee, geht. Kann ich ein bisschen was in den Ausgang legen. Aber warum crusht der nicht? Ach, weil der Ausgang voll war. Ja, gut, okay. So viel Kohle bleibt hier auch noch nicht über, ne? Naja, mal gucken. Mal gucken, wir brauchen ja noch Kohle für die Filteranlagen, ne? Die müssen wir noch irgendwo dann mehr herkriegen. So, jetzt kann ich die Kiste auch abreißen. Was fehlt dir hier? Eisen? Was soll das nicht? Kupfer. So. Crushed Coal. Dann nehmen wir den Coke hier mit. Meißen den gleich in die Produktion hier mit rein wieder. So. Carbon kannst du gebrauchen, ne? Gut. Carbon kannst auch du gebrauchen. Oder mit den Armen hier, die sich nicht verknoten. Naja, gut, okay. Ist okay. Scheint zu funktionieren. So. Das erste. Puh. So. Sollte das hier unten. Ich hoffe. Achso, da unten ist schon wieder vollgelaufen, weil ich das Stück wieder nicht abgerissen habe. Mein Blödsinn. Ein Blödsinn. So. Reiß das da einfach mal ab. Braucht da keiner. So, wir machen ein paar Strommassen. Die können wir mal gebrauchen. Und hier Landfill von Modder. Da können wir. Oh Gott, sind wir schon wieder voll. Alles klar, rein damit. So, nochmal 1800. So. Da geht was. So, 1,8k. Ah, mal erstmal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Kann erstmal wieder ein bisschen was machen. Das funktioniert hier auch weiterhin. Und jetzt machen wir hier ganz kurz nochmal was. Boiler. Da. 2 Heizkessel. 1, 2, 3, 4 davon. Dann werden wir das nämlich jetzt hier auch noch ein wenig erweitern. Okay, klar, dass hier wieder was im Weg steht. So. Steht es nicht mehr im Weg. Ein Röhrchen dazwischen. Hm? Das sah noch mal zu viel gebaut.
Alles klar, okay, wir reißen es nochmal ab. Nicht aufregen, das ist nun mal leider so. Leg doch mal das Ding hier aus der Hand. So. So. Alles nicht so einfach. Gut, dann fangen wir dann. Sehe ich schon Ding so schon wieder hier. Da, Dampfmaschine. So, dann machen wir, fangen wir hier an. 1, 2 Kessel. 1, 2, 3 Platzkessel drehen. 1, 2 So. Röhrchen. Pümpchen. Rohr. Rohr. Kessel. Super. Kessel. So. Strom. 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 Fließband. Dann machen wir mal uns noch zwei weitere von. So. 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 Dann machen wir hier oben erstmal eine Kiste hin mit einem schnellen. Der Lichter da drauf. Oder auch nicht. Wir müssen ihm mal Kickstart geben. Oh, der hätte genau einen rausgekriegt dann in der Zeit. Alles klar. Den verleibt er sich ein. Warte mal, gehen wir mal den nächsten Kickstart hier. Hat er sich auch einverleibt. Und jetzt. Ah. Müsste sich das so langsam aber sicher hochschaukeln hier mit einer Energie und irgendwann kommen die Solarpanels noch dazu. Und dann sollte der das hier erst einmal vorlegen. Gut. Und dann haben wir hier eventuell 4 von den Dingern im Betrieb. Was ist mit ihm los? Wer denn jetzt ein Problem hier? Komm her. Er hat die Energie nicht ausgereicht, um sich selber zu füttern. Alles klar. So, wie bei ihm hier auch. So. Gut. Ja. Ist nochmal ganz kurz out of order hier. Ganz kurz out of Dampf. Aber nun speisen wir zumindest schon mal fast 7 Megawatt durch das hier, durch dieses Konstrukt ein. Und ja, wir haben unsere Kohleproduktion jetzt so halbautomatisiert, muss man sagen, oder unsere Carbonproduktion halbautomatisiert und hoffen, dass dadurch, dass wir jetzt hier oben wesentlich mehr Crushed Coal ranbekommen, das müssen wir dann noch ein bisschen erweitern, auch mehr Carbon haben nachher am Ende und mit dem mehr an Carbon die Energieversorgung für die Nacht etwas verbessert haben und wir uns dann jetzt in ganzen Ruhe auf die Akkumulatoren begrenzen können, dass wir da was schaffen wollen. Mal Kupfer hier hinten. So, ein paar Basic Boards haben wir noch. Da haben wir jetzt hier die Menge von aufgenommen und was fehlt uns das? Dann Kupferplatten, alles klar, kein Problem. Wir gehen mal kurz. Und hier oben, das läuft ja auch alles, geht eigentlich ganz gut hier, ne? Muss ich sagen. Ich gucke vor Platten geholt ohne Ende. 13 Stück kann ich machen. Sehr gut. 13 Stück ist echt gut.
So, dann können wir hier nämlich mal die ganze Produktion wieder einmal füttern. Mit Kupfer. Mal her, die Dinger. Du brauchst Kupfer, du brauchst Eisen, du brauchst Kupfer, du brauchst. Moment, das holen wir nochmal her hier. Da hätte ich noch was im Angebot. So. Hier ist Zinn und Eisen nötig. Hier war Zinn nötig. Da haben wir. Hier ist Kupfer nötig. Blei. Welches holen? Ding und hier Kupfer. Gut. Hier wird noch fleißig durchgerüttelt und geschüttelt. Also hier kriegen wir noch ordentlich Zeug raus. Hier haben wir dann mal ordentlich was zum Zufüttern hier für die Crusher. Das werden wir dann auch noch mal kurz machen. Wie sieht das jetzt hier aus eigentlich mit dem Tank? Oh, voll. Sehr gut. Also das mit dem Gas hat sich auch erstmal geklärt. Die Tanks sind erstmal wieder voll. Das ist natürlich auch schon ein bisschen Stromverschwendung, dass wir dafür umsonst so ein bisschen was raushauen. Was habe ich jetzt eigentlich gehabt? Ich habe hier für die Crusher noch ein bisschen Zusatzmaterial gehabt. Da kann ich mal ein bisschen was reinlegen. Und den Rest legen wir mal oben in die Kiste hier. Irgendwo hatte ich doch... Nee, habe ich nicht mehr. Alles klar. Aber da kann ich ihm, glaube ich, hier eine Kiste geben. Als... Zusatzeinlage, wenn er mal nichts zu tun hat. So. Und dann geht das hier auch richtig rabulikatz. Wie sieht es überhaupt aus mit dem Carbondioxid? Ist immer noch so ein leichtes Problem, weil hier entsteht hier wirklich zu wenig Kohle. Weiß er nicht. Oh, da hinten haben wir ein Problem. Da habe ich das nicht wieder angebunden. Das ist natürlich doof. Warte mal, da müssen wir natürlich machen. Sonst, oh, da ist eine Kohle mit drauf. Was ist denn da? So. Das ist wirklich zu wenig Kohleproduktion für das ganze Carbondioxid, was wir brauchen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Sieht spannend aus, was dabei rauskommt oder was noch rumkommt. Wir sind fleißig am Produzieren von Solarpanels, die 15 Stück, die werden wir jetzt gleich offscreen produziert haben und dann am Anfang der nächsten Folge aufstellen, damit wir dann noch ein wenig mehr Solarenergie besitzen und am Tage nicht so viel zufüttern müssen hier. Also dass hier alles für die Nacht bleibt. Ja. Gut, okay. Also wir haben hier noch definitiv ein Carbondioxidproblem. Ist zu wenig Kohle vorhanden, um kontinuierlich ausreichend davon herzustellen. Und weil wir das nicht haben, ist natürlich dann die restliche Produktion der Kohle ja ein bisschen betroffen. Ich würde natürlich jetzt nochmal einmal hier die 400 Kohle da oben hinbringen. In der Hoffnung, dass dann das so als Kickoff ausreicht. Ja, gut. Also, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.